Und damit wieder mal ein herzliches Hallo hier von Planet Crafter, von unserem kleinen Planeten, den wir retten wollen und retten sollen, retten müssen. Ja, wir haben ja gar keine andere Wahl. Wir sind nun mal hier. Ja, nachdem wir gestern den ganzen Tag unterwegs gewesen sind, sollte zu Hause auch mal was passieren. Ihr wisst ja alle, von nichts kommt nichts. Der Index steigt, zumindest unser Terraforming-Index. Alles andere rennt und rasselt. Wir können ja mal schauen, welche Entwicklungsstufen die nächsten sind. Ach so, das Exoskelett hat man ja auch noch. Kernfusionsgenerator. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Pulsarquarz, okay. Okay, da haben wir jetzt noch nicht so gefunden, aber... Was haben wir denn sonst jetzt noch? Exoskelett. Das Exoskelett. Beweglichkeitsstufen, Stufe 3. Erhöht die Ausrüstungskapazität. Ach, da kann man mehr von den Chipsen tragen. Ja, das klingt ja gut. Wollen wir mal schauen? Also zwei Ossis, einen Super und einen... apropos. Wir haben ja noch gar keinen Superlegierungsstab. Haben wir ja noch gar nicht. Gut, dann hat sich das erstmal wieder erledigt. Dann müssen wir warten. Brauchen wir denn sonst was? Wollen wir uns mal den Kernfusionsreaktor als nächstes großes Ziel nehmen? Wobei, was muss ich mal schauen? Eigentlich wollte ich ja hier das Lager machen. Osmium haben wir noch. Naja, eins, wir hätten 5. Los, komm, lasst uns das machen. Haben wir jetzt alles dafür da? Wenn es immer da ist, guck mal, 1485 Energie. Das ist genauso viel wie alle anderen vorher zusammen. Super, wir sind jetzt aber mal richtig gut dabei. Wo stellen wir denn am dümmsten hin? Ja, hatte ich ja Platz gemacht für die vielen Großen, aber... Ja. Da ist der niedlich. Das ist ja fast ein Witz dagegen. Na komm, wir stellen ihn mal ja her. Energie 1400... jetzt können wir aber so richtig haushalten. Gut. Wasser abfahren. Und hier nochmal reinschauen. Ja, lohnt sich doch. Und jetzt mal nach den Algen. Das ist eine fette Ausbeute. Aha. Ich glaube, wir können Dünger bis zum Lebensende herstellen. Jetzt muss ich mal so viel mitnehmen, wie er sagt, dass es Inventar nicht voll ist. Na, Inventar voll. Hätte ich nur nichts gesagt. Ja, wir brauchen hier noch einen Seiteneingang. Da. Ups, schön immer drüber gehüpft. Mit großem Schwung. So. Algen. Naja, das sind wir ja rein theoretisch im Voll. Aber konnten wir nicht schon irgendwas herstellen? Das so schön aus. Wir konnten doch aus den Algen Bakterienproben herstellen. Geht noch eine. Eine Alge fehlt noch. Dann. Was wir haben, haben wir. Ich nehme an, wir werden eine ganze Menge dafür brauchen. Aber ja, Bakterien. Naja, da. Was haben wir denn sonst noch, wenn wir gerade immer hier dabei sind? Bio-Kunststoffklumpen. Dünger. 3 Algen, Schwefel und Aubergine. Wisst ihr was? Dann stelle ich mal ein bisschen davon her. Und da haben wir ein bisschen was auf Vorrat. Aber erstmal sammeln gehen. Zack. Ist ja noch ein bisschen was dran. Ja. Nichts umkommen lassen.
Weil spätestens dann, wenn wir es brauchen, oh Gott, das ist ja viel. Hätten wir es gern. Das ist ja mal eine echt fette Ausbeute. Wenn ich daran denke, dass am Anfang nur so ein kümmerliches Einzelnes dran war. Da. Das haben wir. Bischning. Schwefel. Kann ich ja gleich ein bisschen Schwefel mitnehmen. Da haben wir ja ein bisschen was. Okay, super. Das läuft, das läuft. Halt. Hier lang. Was? Hä? Ah. Mal sehen, wie oft ich hier noch rumrennen werde. Achso, Oberschien. Da war ja was. Was, wie mache ich das denn jetzt? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt mache ich welche raus. So. So, haben wir jetzt noch für zweimal. Also, einmal davon und einmal davon. Und nochmal mal den Dünger raus. Ah, hier habe ich auch noch drin. Ja, komm mal mit. Verbrutzeln wir einfach alles. So. Quatsch. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt 6. Fehlt noch einmal, oder? Wird schon passen. So. Gut. Haben wir. Alles verbrutzelt und vermacht. Ja, ich könnte neue Schränke aufbauen, aber das macht ja dann wenig Sinn, da ja 1000 Schränke herzustellen und dann letztlich doch nichts machen zu können. So. Wasser, ich muss was trinken. Wasser, Wasser, da. Getrunken haben wir. Was mache ich jetzt mit dem Kürbis? Brauchen wir den vielleicht auch für irgendwas? Kürbis für Dünger Stufe 2. Okay. Dann packe ich es mal hier rein. Den Samen noch raus und dann schauen wir mal. Die verehrten Wege, also hier muss ich eventuell nochmal umbauen. So, das rein. Können wir mal schauen. Wie weit sieht sie aus? 75? 75. Okay, gut. Ich wollte ja den Erzextraktor bauen. Drüben beim Schwefelfeld. So, ein Iridiumstab. Den sollten wir relativ easy hinkriegen. Dann brauchen wir zweimal Osmium. So viel haben wir nicht. Ja. Ja. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Einmal Super, ein Alu und ein Titan. Alu und ein Titan. So, haben wir. Dann lasst uns mal rüberfliegen. So, haben wir alles mit? Gute Frage. Nehme ich jetzt... Wir sind ja eigentlich gleich wieder da. Ach na los, komm. Vorsichtshalber. Lieber haben als hätte. So im Wasser. Oh, wir haben keine Luft mehr. Oh. Wie kann denn das passieren? Halt, hier lang. Lithium, da lang. So viele Schränke und trotzdem nichts gefunden. Oh ja, das haut ganz schön rein. Was sagt der Energie? Oh, da können wir eine ganze Weile rumarbeiten mit. So. Na dann,
Ab zur Schwefelwüste. Ich hoffe, das funktioniert dort. Dann. So, einmal hier durch. Hoi. Was ist das denn? Was ist denn das? Zeolit, das ist klar. Na, gibst du her? Das? Klettern? Ich glaube, das gucken wir uns dann gleich an. Erstmal abgeben. Damit wir in Ruhe Schwefel farmen können. War das hier? Ja. Ja. Na dann. Ein Extraktor. Wo ist er denn? Da. Baumann auf dem Berg. Ja. Steht. Und jetzt? Schwefel. Okay, unsere Schwefelvorräte sind sozusagen gesichert. Und jetzt muss ich interessehalber mal grob drüber fliegen. Nur um meine Theorie zu bestätigen, dass nichts nachspawnt oder sowas. Oder das Einzige, was kommt, ist das, was vom Himmel fällt. Okay, also hatte ich letztes Mal doch nichts vergessen. Ich hatte schon Angst gehabt, dass ich zu doof zum Looten bin. Hier hin, ach, hier aus mir in Höhle. Weil hier funktioniert das ja nicht. Hier noch was drin, was wir gleich mitnehmen können. Ja, wenn ich einmal hier bin. Gott. Die Mengen noch. Ja, Sauerstoff. Komm, hier lassen. Oh, was zu essen. Nehmen wir mit. Wir werden ja bestimmt noch öfter hier sein. Komm, den Titan einfach mit. Sips. So, dann haben wir ja hier einmal durch, da drüben wieder raus. Dann mal gucken, dort stand irgendwas mit Klettern. Ist das eine Ranke, wo man hoch auf den Berg kann? Ich würde es ja feiern. Das ist wie bei den Riesen. Kennt ihr das Märchen mit den Riesen und der großen Bohnenranke? So ungefähr fühlt sich das an. Ja, wir werden sehen. Erstmal hier abgeben. Taschen mal leer machen. Schning, die Dong. Upp. Da. Wieder einen falschen Eingang rein. Mal schauen, ob ich es irgendwann mal lerne. Oder ich muss das Lager einfach mal umbauen. So, Alu. Mal hier rüber, haben wir noch eins über. Oh, alle Schränke voll. Und nun, Gudrun? Eiswürfel. Hier, dann muss ich es zum Einsortieren hier reinpacken. Titan. Ja, ich habe gut gesammelt. Vielleicht müssen wir ja auch mal wieder Material ausgeben. Zeolit war hier vorne irgendwo, habe ich gesehen. Jawohl. Ja. Komm. Essen, trinken, passt. Alle Werte soweit in Ordnung. Dann noch mal rüber. Oh, es wird langsam dunkel. Das sehen wir ja fast nichts mehr. Aber wir haben eine Taschenlampe. Nun bin ich ja mal gespannt. Sieht schon mal irgendwie sehr nice aus, oder? Aha. Na komm. So. Klettern. Oh. Bisschen dunkel. Wisst ihr was? Wir heben uns das für Tagesanbruch auf. Genau. Dann mache ich lieber noch ein paar Schränke leer. Weil wenn wir nicht viel sehen, macht das ja alles keinen Sinn. Na dann lasst uns mal einfach Material verräumen. Wir können mal schauen, was unser Extraktor gebracht hat. Ja. Naja, immerhin eine Menge Zutaten.
mal hier noch was drin. Oh Gott, hier ist ja immer noch. Wisst ihr was? Dann lassen wir das mal hier. So, das raus. Ich nehme die mit und dann bauen wir uns ein paar Iridiumstäbe. Das war leer. Und schmeißen noch mal eine Rakete hoch in den Himmel. Haben wir alles abgefarmt, haben wir alles gesehen. Habt ihr vor uns beim Reinfliegen irgendwas blinkern gesehen? Irgendwas hat hier vor uns noch geblinkert. Ich kann ja noch mal schauen. Da oben. Da, guckt. Wenn wir einmal dabei sind, ach, guckt mal, das noch Unmengen. Da. Alles. Hilfe, ich häng schon wieder. Ich schaffe das immer wieder, an irgendwas hängen zu bleiben. Unglaublich. Inventar voll. Und dann trinken wir was. Zack. Naja, es sind immer noch ein paar. Ein Zeolit ist ja auch noch. Naja. Heißt, wir kommen wieder. Definitiv. Na, dann können wir ja noch ein paar Raketen hochwerfen. Oder zumindest es versuchen. Mal schauen, ob wir die restlichen Materialien da haben. Zip. Flieg. Falscher Eingang. Hier ist der richtige. Da rein, da rum. So. Was sagt unser Iridiumschrank? Er sagt, ich bin ein bisschen voll. Ja auch. Ja, dann machen wir doch ganz einfach. So. Da gibt es halt eine Menge Iridiumstäbe. Immerhin 3. Was fehlen denn noch? Nochmal 3. 1, 2, 3. Zack. Prima. Alles hart verdichtet. Du passt es noch nicht mal rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Verdichtet und es passt doch nicht rein. So. Gut, wir haben Iridiumstäbe. Dann können wir ja noch ein bisschen Schwarzpulver machen. 1, 2, 3, 4, 5. Also 10 mal Schwefel. Jetzt, wo wir einen Extraktor haben, müssen wir da ja nicht mehr so sehr drauf aufpassen. Ja. 5-mal? Okay. Den Schrank für Schwarzpulver haben wir nicht. Ich pack's erstmal mit bei Dünger rein, weil die sehen so ähnlich aus. Gut, auch das haben wir erledigt. Was haben wir denn sonst noch zur Auswahl? Ja, den Rest können wir noch nicht. Den S-Manipulator, Maschinenoptimierer oder sonst irgendwas, Nahrungszüchter, Pflanzenröhre, ja, mehr ist momentan nicht. Muss ich mal ganz kurz was schauen, zack. Essen, jawohl. Na, manchmal klappt das im Vorbeigehen und manchmal bleibt damit jedem hängen. Wie schaut es denn nun hier aus? Nahrungszüchter 2. Ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun und Pflanzen 80 Tonnen. Wir sind erst bei 14. Ehe wir da hinkommen, dauert noch ein ganzes Weilchen. Bleibt die nächste. Ui. Alles nass. I. Wo packen wir denn den DNS? Machen wir den mit hier rein? Ja, wir können ja mal gucken. DNS-Manipulator. Wo war er denn? Ich habe noch gesehen da. Heften wir uns mal an. Wir können ihn ja mal bauen.
Achso, Auberginen hier wieder drin. Kürbisse auch. Die Pilze eigentlich ja auch. Eigentlich alles. Ah, Wohltat. Es hat aufgehört mit Regnen. So, gut. Dann lass uns mal zusammensuchen. Eine Superlegierung. Ja, das wird langsam knapp. Dann ein Kunststoff. Den haben wir. Ein Osmium und ein Zeolit. Ja, Osmium. So, und ein Schwarzpulver. Dann hätte ich es gleich mitnehmen können. Ich muss hier umbauen, das Lager. Das ist ein bisschen zu winzig. So, komm mal her. Haben wir. So, dann stellen wir den hier hinten in die Ecke. Erstmal umgeräumt ist er dann schnell. Mal schauen, was wir hier manipulieren können. Forschung ist nicht. Ja. Genetische Sequenzen. Linifolia, Baumsamen. Okay. Baumrinde haben wir. Mutagen. Haben wir denn schon mal Mutagen hergestellt? Nee, geht nicht. Wir haben noch kein Methan. Okay. Aber wir könnten, wenn wir wollten. So, Kunststoff ist noch was da. Eiswürfel ist noch da. Obsidian haben wir noch. Und Wasser haben wir auch noch. Und eine ganze Menge Wasser von oben. Bah. Ich weiß schon, warum ich heute einen Haushaltstag machen wollte. Dann, Quatsch, falsche... Da. Pflanzrakete. 1000%. Ich würde sagen, lasst uns mal noch ein paar Raketen bauen. Puh. Wer ist das Schiedewetter? Die beste 3... Karteninformation. Funktioniert das jetzt schon? Jawohl. Was haben wir denn hier? Samenverteilerrakete. Ach, da brauchen wir auch das Mutagen. Haben wir noch nicht. Und hier Pflanzenrakete. Dünger haben wir. Den Samen haben wir. Und dann? Rein. Also ein so ein Grünsamen. Birmasamen, ich hoffe es ist der richtige. Baumrinde, zweimal super. Oh, haben wir jetzt noch so viel? Eine Rakete? Ach, hier haben wir ja zweimal. Guckt mal da. Was? Bin ich verwirrt. Wo haben wir denn dem? Den anderen Baumsamen her. War den so gefunden? Dünger. Oder was? Dünger 2? Ich pack's einfach mal ein. So, und zweimal super. Na super. Das war's dann schon fast mit unserem Vorräten. So, Baumrinde. Hier. Nee, da. Nee, dort. Genau, hier. Na dann, lasst uns mal eine Rakete in den Himmel schmeißen. Pflanzen, 14,79. So. Super. Hier wackelt alles schon noch bevor die überhaupt losgeflogen ist. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, wird alles grün. Aber wir können in der Zeit schon mal gucken, das Mutagen herstellen. Eine Bakterien, einmal Schwefel. Das haben wir doch noch, oder? Bakterien waren hier. Und ein Schwefel war hier noch drin. Wie vorbereitet. So.
Pflanzen steigt. Oh, jetzt nimmt's Fahrt auf. Yay. Mach alles grün, bitte. So. Und jetzt die Samenverteiler. Also einmal, ich hefte es einfach mal an. Dann sind sie super Legierung, aber alle. Dann ist unsere super Legierung, aber alle. So, wir brauchen einmal Bakterien. Noch. Einmal Baumrinde. Zwei Super und eine Rakete. Ja, dann war's das. Zwei Super und eine Rakete, dann sind die Super alle. Und eine Rakete. Gut. Ich muss sagen, Starmverteilung hoch, dann kann das ja richtig losgehen. Und dann gucken wir mal. Hey, auch hübsch. Schning. Wing, ding, ding. So. Dann packe ich das mal eine Weile hier rein. Ja, ich weiß, ich such's dann wieder, aber naja. Ja, obwohl, einmal essen können wir. Nehmen wir nochmal einen Schluck Wasser mit. Und einmal trinken. Naja, die Werte rasen noch. Komm, lass uns schauen. Es ist wieder Abend, dann sehen wir wieder nichts. Auch hier bleibt die Zeit leider nicht stehen. Die wechselnde Lichtstimmung ist so herrlich. So, probieren wir es nochmal. Höhe. Hier sieht man doch gar nichts. Alles so grün. Selbst mit Licht sieht man nicht viel. Aber hier gibt es Zeolith. Und einen kleinen Teich. Und hier wachsen Bäumchen. Und Kisten wachsen hier auch. So, zack. Was haben wir denn hier? Oh, irgendwie der Pilzsamen bleibt dran nach wie vor rar. Hui. Ich hätte jetzt gedacht, hier ist es Wunder was, aber sieht zumindest schon mal schön aus. Und es gibt Zeolith. Was wir jetzt noch gar nicht so oft gebraucht haben, aber Sauerstoffmultiplikator, ja, eine schöne bunte Mischung. Hat ja insgeheim drauf gehofft, dass wir eventuell noch mal ein bisschen Superlegierung finden. Okay, aber eine bunte Mischung. Ah, hier sind wir. Können wir runter auf unsere Base schauen? Und dann lasst uns nach Hause das Zeug gleich mal auspacken. Naja, wird schon schön grün hier alles. Wie als wäre jemand da gewesen, hätte es angemalt. Rein, hier links, das habe ich mir gemerkt. Aha, Zeolith im Schrank. Dann Uranbrennstäbe. Das schreit ja sozusagen nach der nächsten Rakete. So, Eisen raus. Das raus. So, die Samen rüber, das rüber, das. Warum habe ich noch einen Iridiumstab einstecken?
Ja. Dünger, das rein, das haben wir. So, Baumrinde hierin. Mutagen, jetzt habe ich ein Mutagen gefunden. Vor uns hätten. Naja, jetzt haben wir uns eins gebaut. Baum raus, Sicherung raus. So. Beziehungsweise, ich hatte das noch ein bisschen sortiert gehabt, genau. Das da, das dort. Die hier rein und die hier rein. Einmal Pilze haben wir bis jetzt erst gefunden wieder. Zweimal, da. Nein. Da, sortiert. Einmal. Blümchen hier. Da, zack. Irgendwie klappt das mit dem Sortieren immer nicht. Da, noch eine Sicherung. Was haben wir denn jetzt? Wir haben eine ganze Menge davon. Guck mal, wir haben jetzt Wärmemultiplikator. Wir haben Sauerstoffmultiplikator. Was ist das? Luftdruckmultiplikator. Wärme. Wie schaut es denn aus mit der Wärme? Knapp 1000 Mikrokelvin. Heizung haut Haufen Wärme raus. Wenn wir oben noch so einen Multiplikator hinstellen, können wir vielleicht unsere Wärme. Wir können mal schauen. Den Maschinenoptimierer. Weil wir haben doch Schwarzpulver hergestellt, dann lasst uns das gleich mal nutzen. Hab da immer falsch rum, aber naja. Zweimal Schwarzpulver. Ein Uran und ein. Bam, bam, bam. Ein Uran, zwei Eisen. Ja, wie abgemessen, zwei Eisen. Und ein Kobalt. Kobalt. So, dann lass uns eine Wärmesicherung mitnehmen. Ja. Jups. Ja. Quatsch. Ja. Maschinenoptimierer. Er hat ja einen großen Umkreis. So, rein damit. Was haben wir jetzt? Wir haben. Machen wir Licht aus, sonst sehen wir nichts. 4,46%. Okay. Das haben wir für alle. Wie können wir denn die Wärme sonst noch steigern? Mal hier rein. Nicht, dass ich vor lauter Sport, Denksport meine ich. Da so rum. So, guck mal, die Bohrer. Na gut, da haben wir jetzt gerade keine Superlegierung mehr. Die würden sich nicht lohnen von der Wärme her. Noch eine Heizung mehr. Ja, das ist eine große noch. Das braucht alles Superlegierung. Und all das haben wir nicht. Müssen wir uns sozusagen gedulden. Da guck mal, das Terraforming geht gut voran. Steigt. Ein Wasser drinne. So, klar. Habe ich schon gewundert, warum sah denn das jetzt so komisch aus? Bisschen Wasser. Ein bisschen Algen. Ja, die täglichen Routinewege. Bin ja mal gespannt, was wir da mit dem Baumsamen anfangen sollen. Vielleicht können wir da unsere eigenen Bäumchen pflanzen. Inventar voll, na wie immer. Guckt euch mal das an. Ist das nicht ein Bild für die Götter? Alles leuchtet. Ach, das ist fast wie Weihnachten hier. Und hier. Die Lichtstimmung ist halt super in dem Spiel eingefangen.
Ja, rein hier. Wasser hier rein. Algen hinter. Voll. Jetzt haben wir gesagt, Algen und Wasser macht Bakterien. Los. Dann noch drei Algen übrig. Und machen wir noch einen Dünger. Schwefel und Aubergine. Jetzt haben wir natürlich kein Schwefel mehr hier. Nee. Der verrennt da immer wieder quer durchs ganze Lager. Ich muss mich daran gewöhnen, dass das zentral ist. So. Oder stellen wir Schilder auf Wegweiser. So. Alles wieder verbraucht, alles aufgeräumt. Zack. Bakterien hier raus. Haben wir erledigt. Jedoch so kommt man ja Step für Step auch voran. So. Das sind unsere Bier. Ah, guckt mal da. Die ganzen Bäumchen, die jetzt hier draußen rumgeistern. Da ist unser kleines Hütchen. Da ist Alu. Was mich gerade daran erinnert, Superlegierung, konnte man die nicht irgendwo selber herstellen? Irgendwo hatte ich das noch gesehen. War das hier? Ah, Superlegierung. Von allen etwas. Lass uns mal das Lager gehen. Mal gucken, was wir haben. 1, 2, 3, 4, 5. So. Haben ja nun von allem ja eigentlich ausreichend, oder? Fünf, eins, vier und hier. Cool. Wenn ich mich nicht vertan habe, können wir jetzt fünfmal. Na, super. Wisst ihr was? Dann farme ich mir mal unsere, bis zur nächsten Folge, unsere Sachen aus der Schwefelwüste mal zusammen und die nutzen wir dann gleich und machen Superlegierung draus, weil da können wir vielleicht noch eine Rakete hochwerfen. Was wäre denn das nächste große Ziel? Halb falsche Richtung. Ich stand schon davor. Eieiei. Was wäre denn das nächste große? Luftfilter. Reduziert den Sauerstoffverbrauch je nach Terraforming-Stufe. Okay. Ja, bei 2 geht die. So weit sind wir noch lange nicht. Baumverteiler. Ah. Bei 6 ppm, wir sind erstmal. Ach, da haben wir ja auch noch eine Menge. Also Sauerstoff hochdrücken, der tickt zwar hoch, aber den müssen wir hochkriegen. Maschinenoptimierer 2. Wir sind mit dem einen erstmal gut dabei. Luftdruck, Gasextraktor. Ey, da können wir ja unsere Metallen selber herstellen. Oder? 100. Den Luftdruck erhöhen. Wie, mit was erhöhen wir jetzt den Luftdruck? Luftdruckrakete, würde ich sagen, oder? Dann lasst uns doch einfach mal. Ich gucke mal hier. Eine Rakete für den Luftdruck. Welche war denn das? Hab's doch gesehen. Luftdruck. Magnetfeldschutz. Oh, da kriegt man wieder ein bisschen Iridium. Ist ja nicht so, als hätte man nicht die Taschen noch voll. Okay. Also dreimal Silizium. Das sollte man hinkriegen. Und zwei davon. Dreimal Silizium. Sning, didong. 2, 3. Was machen ihr hier drinne? Habt ihr gar nichts drin zu suchen? Ja. Gut. Noch eine Rakete.
Und dann Aufi. Oh, dann regnet es gleich wieder schön. Zack. Ja, und dann sehen irgendwie so Schnieke aus. Und die ist irgendwie so. Was sagen er? Halt, hüpfe nicht. Nein, lass mich in Ruhe. Die anderen, die sehen so schön aus und die ist so belanglos. Aber guck mal, sieht's nicht schon toll aus? Mir gefällt's, ist klein, kompakt und ich verlaufe mich ständig. Na gut. So, los, da. Auf das Spiel. Flieg, Rakete, flieg. Sehen wir die überhaupt auf unserem Plan? Die Rakete? Nee, ne? Oder wenn die Meteoriten jetzt runterkommen? Ah, wir sehen sie. Einmal an der Rakete. Richtung Flugschiff. Okay. Das ist ja cool. Live zuschauen, wo die... Und direkt am Flieger. Noch eine? Oh Gott, das finde ich doch nie wieder. Also eine ist hier irgendwo im Wasser gelandet. Ich hab's gesehen. Ah. Gucke die Schau. Ja. Das mit der Karte ist ja richtig... Cool. Oh, da ist noch einer. Aus hier. So. Hier noch was leuchten. So, und dann gucken wir mal, ob wir alle anderen wiederfinden. So. Dann nördlich. Beziehungsweise hier am Rand ist eine eingeschlagen. Irgendwo. Hier noch Kobalt. Sie ist so weit oben eingeschlagen, dass wir da nicht rankommen jetzt. Ach ne, hier. Immerhin. Eine hier, eine dort. Eins ist ein bisschen wenig, oder? Ach, ja, guckt mal da. Hier liegen sie doch schön fein säuberlich aufgestapelt. Ja, fast zumindest. Was? Da noch? Okay. Ja, vielleicht finde ich sie später wieder. So, dann ist eine drüben am Raumschiff. Guck mal, was ist denn das hier? Das sieht ja auch schön aus mit dem Wasser. Nehmen wir uns für morgen vor. So, natürlich kommen wir hier nicht ran, doch. Ah, gib her. Ich will es mithaben. Bitte. Na, dann muss ich dann vielleicht nochmal... Wenn die Steine dann weg sind, noch mal nachschauen, passen wir durch. Aber hier sind ja zwei runtergefallen, oder? Liegt hier oben drüber, oben drauf noch was? Nee, ne? Da nicht, dort nicht. Ja, dann würde ich sagen,
Genug Schabernack für heute. Plan fürs nächste wäre dann Superregierung herstellen. Noch ein paar Raketen, damit der Index steigt. So, und jetzt hier in der Mitte noch. Und ja, darauf hoffen, dass alles so weiterläuft wie jetzt, weil wir sind ganz gut im Fortschritt. Und dann sehen wir uns einfach morgen wieder zu einer weiteren Runde. Und dann mal schauen, was wir so verbrochen kriegen. Vielleicht können wir ja noch mal was entdecken. Weil das Gelände hier drüben sieht ja auch sehr hoffnungsvoll aus. Sieht für mich aus wie Kletterspaß. Aber das alles dann morgen. Also, dann danke ich fürs Zuschauen, für euer Interesse. Und bis morgen in alter Frische. Tschüssikowski und bye bye.